Kampfextase, was macht das denn? Kann ich das nicht irgendwie sehen? Ist ja mega blöd. Hm. Da. Sturmstoß. Todes irgendwas war das. Okay. Wenn er so und so viel AP unterschreitet, kann ich den Gnadenstoß versetzen. Okay, Kristallium erweitert. Plus Brecher oder Accessoire-Kapazität. Könnte auch die Manipulator-Rolle freischalten. Aber ich gehe mal auf die Kapazität, dass wir was Neues anlegen können. Bam, bam, bam. Immer weiter. Wir werden jetzt ultra stark. Wow, schon 500. Und das war's. Okay. Jetzt Sarah, meine Verehrerin. Boah, das ist einfach nur genial, so aufzuleveln. So lange gewartet. Kampflust. Mach den Kampflust. Da. Sehr schön. Istarium erweitert. Auch sie kriegt eine 20 mehr auf die Kapazität. Okay. 80 schon. 077, nicht so schlecht. Doppelattacke, Aggression haben wir noch. Ah, Brecher. Er kann auch ultra viel lernen. Ich glaube, es gibt bis 99, 100. Ich weiß es gerade nicht. Kann aber gut sein. Okay, ich wollte noch was machen, genau. Meine Paradigmen ändern. Mach wieder Brecher, Verheerer. Machen wir am besten so. Das ist mein Startparadigma. Können wir so lassen. Okay, weiter geht's. Haben wir doch ordentlich aufgelevelt. Hier komme ich nicht weiter. Das Ding da hinten brauche ich. Wie komme ich denn da hin? Hm, schwebt einfach so in der Luft. Okay. Sehr schön. Oh, hier machen wir jetzt übeln Schaden. drauf. Oh ja. Schon ein bisschen besser. Sehr schön. Yep. 60 mehr. Okay, ich versuche nochmal den Raum einmal zu drehen. Dann müsste es eigentlich gut ausgerichtet sein. Ah, ich bezweifle, dass ich da dran komme. Ja. Echt merkwürdig. Ich bin genau vor mir. Pudding, den müssen wir natürlich als erstes. Oh, zwei von denen. Boom. Oh, hau den noch einmal. Sehr schön. Oh. Gerade den Bonus verpasst. Mies. Yep. Dieses Viech ist super. Mag ich echt extrem. Okay. Mal ein paar Räume noch drehen. Einfach mal hier weiter. Schauen wir, was hier passiert. Okay. Es ist nicht richtig verbunden. Oh, da hat sich, glaube ich, was bewegt.
stehen Zahlen drauf. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Steht da eine 3 oder irgendwie sowas? Ist gerade so hell. Sehr merkwürdig, warum komme ich denn hier nicht rein? Ist so richtig ausgerichtet. Da stehen tatsächlich Zahlen drauf. 4, 3. Mehr Monster. Oh ja. Mehr solche Attacken. Und drauf. Stimmt. Okay, jetzt versuchen wir es mal herauszufinden. Ich denke, ich muss einfach den Zahlen nachgehen. Hier haben wir 1. Aber hier haben wir schon 3. 4. Es ist so komisch, da stehen überall keine Zahlen, außer bei den. Also 1. Okay. 3. 4. Hier sind wir wieder am Anfang. Das macht aber auch irgendwie ein anderes Geräusch, ne? Okay. Hast du ein anderes Geräusch gemacht, meine ich. Seht ihr? Sehr merkwürdig. Gehen wir mal hier ein bisschen drehen. Vielleicht müssen alle Räume mit dem Weg verbunden sein oder so. Ja, da hätten wir es geschafft. Hier vielleicht. Ja, sieht gut aus. Perfekt. Gehen wir noch gleich mal rein. Mach offen da! Nicht durch den. Es geht nicht auf. Ist ja blöd, aber warum? Ich hab mal so keine Ahnung, was ich hier machen muss. Die Zahlen werden da schon nicht umsonst stehen, denke ich mal. Oh. Kämpfe werden mal extrem leicht. Aber besser zu leicht als zu schwer. Irgendwas in der Mitte oder so? Nee. Hier ist was wieder nicht verbunden. Und da ist auch wieder was nicht verbunden. Okay, und nochmal. Ja, müsste stimmen. Komisch, der Rand leuchtet aber nicht auf. Das Ding müsste auch noch gedreht werden. Rüber komme ich auch nicht. Alles sehr merkwürdig. Den reden kann ich natürlich nicht. Da schwebt so ein Ding rum. Ach ja, ich kann den kurzen ja werfen. Mich total vergessen. Schauen wir mal. Nimmt er das Ding mit? Ja. Konterartefakt erhalten. Stille. Holst du mal den Schatz. Der Kleine wird so missbraucht in dem Spiel.
Platin-Münz-Coupon. Cool. Nee, nee. Kämpfen ist jetzt gar nicht. Ich will hier vorankommen. Total merkwürdig gerade. Da hinten muss ich hin. Aber hier ist wirklich nichts miteinander verbunden und in drei kann ich nicht rein. Irgendwie muss ich zusehen, dass die Tür bei 3 offen wird. Aber da tut sich einfach nichts. Hier waren wir ja gerade schon drin. War da überhaupt was drin? Nicht wirklich. Ich könnte zu der Seite laufen hier. Ja. Da müsste ich da noch die 3 drehen und dann müsste es eigentlich komplett passen. Machen wir es doch mal. Boom! Apokalypse. Okay. Raum, dreh dich. Und das garantiert alles so drehen, dass ich komplett einmal durchlaufen kann. Und nochmal. Und noch einmal, dann müsste es passen. Yep, fix offen. Jetzt die 3. Perfekt. In die 4. Man kann hier rauslaufen. Irgendwie. Aber ich muss ja natürlich auch irgendwie rein. Das ist 2 Türen. Ja. Perfekt. Okay, das hätten wir. Gucken wir nochmal. Ja, beide verbunden. Das wird jetzt auch mal schnell verbunden und das ist, glaube ich, schon verbunden. Perfekt. Mein Gott. So einfach und ich tue mich so schwer. Ich muss daran denken, dass ich das Viech werfen kann. All die tollen Schätze. Und nach unten muss ich auch noch. Meine Güte. Wow, direkt reingelaufen. Drauf. Warum macht Sarah jetzt zum Beispiel kein Feuer? Feuer. Feuer. So, perfekt. Macht's wahrscheinlich nur bei großen Gegnergruppen. Yes! Okay, irgendwelche tollen Schätze. Vielleicht mal scannen. Ah, es nervt auch, dass der immer so hinterherhängt. Ah, Pudding, komm her! Ist ja total am Wegschleimen, so. Auf den Pudding. Oh, leider nicht gefinished. Sollen die sich heilen? Sehr schön. Kämpfe gehen so schnell.